Die Gewässer sind einfach nicht sauber. Das Plastik wird immer kleiner und wird Teil der Nahrungskette. Das Mikroplastik können wir auch nicht mehr rausholen. Das heißt, alles, was wir aus dem Meer rausholen, um es selber zu essen, ist belastet mit Plastik. Ich will nicht immer sagen 5 vor 12, das klingt blöd. Wenn wir aber nicht anfangen aufzuräumen, dann geht die Erde auch gleichgültig den Bach runter. Die Seekuh ist ein Katamaran und ist ein Schiff, um Müll aufzusammeln. Wir sind eine mobile Müllabfuhr, dafür ist es konzipiert. Viele sagen, naja, das Problem ist so groß, was willst du mit dem kleinen Ding da? Und dann sagen wir, ja, irgendwann musst du aber mal anfangen. Ne? Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Die großen Teile Plastik, wir nennen das sichtbaren Plastik, den können wir noch rausholen. Wir gehen dann genau dahin, wo die Erde am meisten verschmutzt ist. Wir wollen die Leute vor Ort einbinden. Wir müssen das Bewusstsein wecken. Wir müssen den Leuten klar machen, es ist kein Müll, es ist ein Wertstoff. Also so eine Tonne Plastik sortiert, machen wir 800 Liter Öl. Also wir können aus dem Müll Energie machen, das ist unser Ziel. Aller Müll, der irgendwo rumschwimmt in den Meeren, umzuwandeln in Energie. Auf der Skala 1 bis 100, vom Anfang bis zur Lösung, sind wir jetzt bei 3,5 vielleicht. Was ich machen kann, ist ein ganz, ganz kleiner Schritt und andere gehen ihn mit. Die Zeit ist einfach reif, das Problem anzugehen. Weltweit.